nach 22 Uhr. Wir haben hier eine Stunde Zeitvorsprung in Jerusalem. Herzlich willkommen zum 24. Grand Prix. Gabi Schnelle und ich, Ardo Schlier, meine Damen und Herren, dürfen Sie durch diesen Abend führen. Bilder aus Jerusalem. Ja, im Augenblick fliegen wir noch über diese heilige Stadt. Unter uns die Knesset, das Parlament. Der Herzlberg mit dem Grab des Begründers des politischen Zionismus, Dr. Theodor Herzl. Und hier Yad Vashem, das bedeutet Hand und Name und ist die Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Hadassah-Universitätsklinik, wenn wir sie von innen sehen könnten, da gibt es ein wunderschönes Chagall-Fenster. Da befindet sich auch das Forschungszentrum. Und endlich die Altstadt, die den Anhängern von drei Weltreligionen gleichermaßen heilig ist. Auf einem einzigen Quadratkilometer, durchzogen von Basarstraßen, findet man die meisten der heiligen Städte, deren wegen Pilger schon immer nach Jerusalem gekommen sind und kommen werden. Diese Altstadt ist umgürtet von einer massiven Mauer, zum Teil erbaut im 16. Jahrhundert von einem türkischen Sultan und zum Teil noch erhalten aus biblischer Zeit. Aus früherer Zeit diese beiden Landkarten aus den Jahren 1575 und 1581. Die Kirche mit den sieben Zwiebeltürmen ist die Maria Magdalenenkirche, sie liegt auf dem Ölberg. Dies das Grab von Absalom, dem Sohn König David. Und hier vom Ölberg aus hat man einen herrlichen Blick auf den Felsendom und die Aqsa-Moschee. Und hier auf dem Ölberg besucht man auch die Kirche aller Nationen. Das Jaffa Tor, 1583 von den Türken erbaut, liegt auf der westlichen Seite der Stadtmauer, die ja, wie gesagt, über sieben Tore verfügt. Und hier im Westen ist auch die Klagemauer. Männer und Frauen beten streng getrennt und viele befolgen auch noch den alten Brauch, ihre Anliegen und Gebete auf kleine Zettel zu schreiben und diese in die Mauerritzen zu stecken. In diesem jüdischen Viertel steht im Zentrum die Rabbi Yochanan ben Zakkai-Synagoge. Und dies ist ein Modell des zweiten Tempels. Nebukadnezar von Babylon hatte 586 vor Christus Jerusalem geplündert und einschließlich des ersten Tempels zerstört. 50 Jahre später kehrten die Juden aus der Gefangenschaft zurück und bauten den Tempel so wieder auf, wie wir ihn gerade im Modell sahen. Von diesem Modell zu diesem faszinierenden Bau, dem Felsendom und der Aqsa-Moschee, hier beten die Gläubigen verneigt in Richtung Mekka. Die Christen wiederum pilgern zu dieser Kirche, der Grabeskirche, wo Königin Helene, die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, das Grab Christi fand und die Fundamente für diese Kirche legen ließ. Und für Christen ist natürlich von großer Bedeutung die Via Dolorosa, der Leidensweg Christi. Jeden Freitag um 15 Uhr genau zieht eine von italienischen Franziskanern angeführte Prozession von der ersten Station über diese Via Dolorosa zur Grabeskirche. Der Altertum, Mittelalter und Neuzeit stehen in Jerusalem eng beieinander und nach all den historischen Plätzen nun ein Eindruck vom modernen Jerusalem. Das moderne Jerusalem, das moderne Israel, ein Land, das in diesen Tagen ja nicht nur ein Thema hat, nämlich der Frieden mit Ägypten. Man spricht darüber, man diskutiert, man will von den vielen Delegationen, die jetzt zu diesem Popfestival auch gekommen sind, wissen, was sagt ihr dazu? Und das Festival der kleinen Lieder
hat sich dieses Thema sicherlich nicht verdrängt, aber es ist auch Mittelpunkt geworden. Man nimmt Anteil, man will die Künstler sehen. Es ist die erste große Farbshow des israelischen Fernsehens, denn erst seit einigen Wochen kann man hier in Farbe sehen. Die jungen Leute kennen die Lieder, der israelische Rundfunk hat sie vorgestellt und das soll jetzt unser Thema sein. Und hier der Name Yossi Zemmer, er ist der Regisseur des heutigen Abends und er hat ihm scheinbar Unmögliches möglich gemacht. Leider ist das bereits Jahre und er ist nicht nur in Israel ein viel gewundelter Mann. Er hat zwei Aufgaben. Er leitet das große Unterhaltungsorchester, das heutige Spiel, das Festivalorchester. Er ist aber auch Leiter eines Militärorchesters. Auf der Bühne nun Yardena Arazi und Daniel Fair. Girotai Rabotai, Erev Tov, Mirushalayim. Erev Tov, mesdames et messieurs, bonsoir, ici Jérusalem. Ladies and gentlemen, good evening, this is Jerusalem. Rashut HaShidur smecha l'argen ul'areach et tacharut hazemer Eurovision 1979. Tacharut zo, ha-24 b'mispar, meuzevet b'mechad l'shidur televizion. Yardena Arazi wurde in einem Kibbutz in Galiläa geboren und während ihrer Militärzeit hat sie offenbar die Liebe zur Musik entdeckt. Sie war auch schon einmal bei einer Grand Prix-Ausscheidung dabei, nämlich in der Gruppe Chocolate Man Domestic. Das war 1970 in Holland. Der Sprecher Daniel Peer, sein bekannter Reporter und Nachrichtensprecher in Israel, hat eine eigene Fernsehsendung mit politischen Themen und hier im Bild jetzt Frank Mees, er wird heute Abend dafür zu sorgen haben, dass die juristische Kraft bei der Ausstattung der Punkte alle seine Richtigkeit haben. Jetzt sollten wir Ihnen aber ganz kurz die Einführung übersetzen, übertragen, denn hier sind die Themen und die Spielregeln des Abends. In etwa die Übertragung in unsere Sprache. Israel ist stolz und glücklich zugleich, dass es den Grand Prix der Eurovision in diesem Jahr ausrichten darf. Isaac Cohen und seine Gruppe Alpha Beta haben ja im vergangenen Jahr mit dem Lied Abba Nabi den Grand Prix gewonnen. Heuer sind es 19 Länder, die sich an diesen Wettbewerben beteiligen. Ihre Reihenfolge wurde durch Lostentscheid bestimmt. Dieser 24. Grand Prix der Eurovision wird in diesem Augenblick in all die Länder übertragen, die Sänger und Musiker nach Israel geschickt haben. Von der Partie sind außerdem noch als Zuschauer Rumänien, Hongkong und Island. In jedem Teilnehmerland wartet natürlich jetzt auch eine Jury auf den Beginn dieses Wettbewerbs. Wenn das letzte Lied verklungen ist, kann die mit Spannung erwartete Auswertung beginnen. Aber das wollen wir alles erst erzählen, wenn es soweit ist. Wir sollten eben vielleicht ganz kurz die Länder nennen, die mitwirken. Und zwar Portugal, Italien, Dänemark, Irland, Finnland, das kleinste Land Monaco, Griechenland, die Schweiz, wir die Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie mitgezählt haben, wir haben den Platz Nummer 9, ein, glaube ich, guter Platz, denn bei einem Wettbewerb mit 19 Nationen, mit 19 neuen Liedern, ist man am Anfang ein bisschen traurig mit der Platzierung, weil man eben anfangen muss und manchmal glaubt man, auf den letzten Plätzen ist der Zuhörer, der werdet schon etwas müde. Auf Platz 10 Israel, auf Platz 11 Frankreich, dann Belgien, Luxemburg, Holland, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Österreich und Spanien. Zwischen den einzelnen Darbietungen muss natürlich auf der Bühne umgebaut werden. Dieses eher technische Problem wurde hier mit Humor gelöst.
Wir werden durch lebendige Bilder, dargestellt von der Joran Boka-Gruppe, jeweils auf das Land eingestimmt werden, das seine Künstler hier sehr geschickt hat. Jossi Zemach, dem Regisseur des heutigen Abends, ist das mit viel Liebe fürs Detail und dem Sinn für Humor gelungen, der in diesem Land ebenso blüht wie die herrlichsten Blumen. Après que nous aurons tous entendu les 19 chansons, les membres de ces jurys procéderont au vote, nous vous expliquerons plus tard comment. Pour que tout se déroule dans les règles, M. Frankner, le chef de la division de programmes spécialisés de télévision à l'UER, supervisera ici même les opérations de vote. Chaque chanson sera précédée par un tableau vivant créé spécialement pour ce soir et présenté par l'ensemble Joran Boker. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les artistes et à toutes les délégations venues à Jérusalem et nous espérons que tous, de même que les centaines de millions de téléspectateurs qui sont avec nous, passeront une agréable soirée et bien sûr que la meilleure chanson gagne. Bonne chance. Good luck and may the best song win. Und wir müssen uns den Waffen von Manuel Kerr und Jadena Razzi anschließen, dass das beste Lied des heutigen Abends gewinnen möge. Ja, was ziehen Sie wohl an Land? Als erste beim Grand Prix eine Studentin aus Lissabon, Manuela Bravo. Ihr Lied, getextet und komponiert von Carlos Nobrega y Souza, heißt Sobe, Sobe, Balao, Sobe. Das bedeutet, fliegt Ballon, fliegt und der Dirigent ist natürlich auch eingeflogen. Sein Name, Thilo Kassmann. Wir sind in Portugal und der Inhalt des Liedes, ich lebe in einem Traum und der Traum trägt mich fort. Traum braucht man keinen Pass und kein Visum. Fliegballon bis zu den Sternen, denn dort möchte ich sein und träumen. La la la.
Brasil aus Lissabon. Ein sicherlich ist der schöne Platz der Erste. Und man testet ja für die ganzen anderen Sangels gelegen das Podium. Ich habe mir gestern erzählt, sie studiert Jura im sechsten nebenbei oder umgekehrt. Falls im Hintergrund einer, von dem man sagt, der ist stets geneigt und fällt nie. Im Gegensatz zum Schießenturm hofft nun die Gruppe Mattia Bazar zu gefallen mit einem Lied, in dem der Mondstrahl die Sterne streicht. Raggio di Luna. Der Text ist von den Herren Giancarlo Golsi und Salvatore Stellita. Drei Komponisten haben an der Melodie gearbeitet. Carlo Marale, Piero Cassano und Antonietto Ruggero. Der Inhalt des Liedes, auch wenn du manchmal glaubst, ich lüge, gibt es doch eine Welt, die ehrlich ist. Schöne Worte. Ja, nämlich, meine, wenn ein Mondstrahl die Sterne streift, die Zeit sich verliert und ich zu dir fliege, dann bin ich ehrlich und frei. Ein Mondstrahl genügt, um das Meer in Selbstbewusstsein zu verwandeln. Ich habe ihm gesagt, bitte, nehmt das Mikro dicht. Es ist besser, wenn es ein bisschen zischelt, aber nehmt das Mikro dicht. Der
Sänger Tommy Seebach kommt aus Kopenhagen mit einem Lied vom Disco-Tango, das er sich selbst komponiert hat. Die Worte stammen von Kjell Heik. Dirigent Alan Moczynski. Im Text des Liedes wird erzählt, tagsüber ist das Leben eines Mädchen der übliche Trott, aber in der Nacht, da blüht sie richtig auf, denn sie ist der Star einer Diskothek. Und er meint er nicht viel, viel besser als John Travolta. Platz Nummer 3, Dänemark. Meine Damen und Herren, wir haben gerade mit dem Funkhaus in München telefoniert. Unser Bild geht gut zu Ihnen zwischen Flensburg und Garmisch, nur der Ton war am Anfang nicht ganz gut. Das war in unseren Kommentaren, wir haben das jetzt versucht zu verbessern. Entschuldigen Sie das, aber es ist eben doch ein Stück Weg und Strecke von Israel zu Ihrer guten Stube zu Hause. Und jetzt ein recht leichtes Städtetest. Welches Land hat Dublin als Hauptstadt? Dort jedenfalls ist Charles Burns ein bekannter Mann. Er hat eine eigene Band und viel Erfolg. Sein selbstverfasstes Werk heute Abend heißt Happy Man. Happy Man ist die Geschichte, naja, hören Sie, ein Liebeslied, was soll ich viel erzählen? Wird von Sonne gesungen, von Herzen, von einem Mädchen und von Träumen. Und zum Schluss bindet sich das ganze Werk in den Gedanken. Ich will
das ganze Leben bei dir bleiben, damit unsere Träume Wirklichkeit werden. Der Beitrag Irlands auf Platz Nummer 4. Special meaning or plan. How could I be a happy man? Then just like in a love song, you're here, making each day seem so clear. Now I can smile, I'm a happy man. You say it's happened to you, this love I'm feeling inside. Girl, you've made me a happy man, and I will share a lifetime with you, making our dreams all come true. Now I can smile, I'm a happy man. Happy Man aus Irland, Carol Dunn. Wenn Sie zu Hause so ein kleines Schlagerlotto machen, das war die Nummer 4, Irland. Und jetzt kommt die Nummer 5, aber das verrate ich Ihnen nicht, welches Land das ist. Sie werden jetzt gleich wieder den kleinen Film sehen, verraten sehen. Ja, und vielleicht glauben Sie, jetzt kommt schon die Bundesrepublik Deutschland. Genug Schnee hatten wir ja eigentlich, aber wir haben so viele gefrorene Seen. Den werden wir gleich einen Topstar, das ist in ihrer Heimat, Katri Helena. Ihr Lied, Kasson Sinen Taiwan, das heißt, ich folge dem Licht der Sterne. Der Textautor Weiko Salmi, Komponist ist Matisi Tonen und der Dirigent Ossi Runne. Vielleicht auch hier ein bisschen Text. Finnisch, eine Sprache, die Sie vielleicht nicht selbst sprechen, könnte doch sein. Wir sind alles Kinder der Erde, wir suchen, doch wozu ist das gut? Führ mich heim, mein heller Stern, denn ich bin so weit herumgeirrt. Ossi Runne, der Dirigent.
siihen käy, lapsonen maan. Tukkopakoskaan juurtuessaan, lintunenkin muuttaessaan, pesäpuun löytää vain vaistollaan. Mutta etsien käy lapsonen maan, haikeus mielen kotina vaan. Siiventän on etsiessään, rauhaa en löydä kai milloinkaan. Katson sinne taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnöin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Katson sinne taivaan, tähti kirkkain sua. Etsien käy lapsonen maan, peittäen turhaan kaipaustaan. Toiveenikin päivien työn, mennessään ilta vie syliin yön. Etsien käy lapsonen maan, loppua iltaan raukenevaan. Tähtisä yö, loisteesi suo, eksyneen viitaksi hokkeen. Finnland, Katri, Helena. Jetzt 5 goldene Schallplatten zu Hause, sogar 2 Diamantene. Bei den 5 Millionen Finnen heißt das also, jeder Dritte hat eine Platte von ihr. Also natürlich nicht zum großen Preis von Monaco, sondern zum Grand Prix Eurovision in Jerusalem schickt das Fürstentum den in Paris geborenen Sänger Laurent Wagner ins Rennen. Unser Leben ist die Musik, wird er singen. Notre vie, c'est la musique. Die Autoren Jean Albertini und Didier Barbeluzien haben das für ihn geschrieben, zur Musik von Paul de Senneville und Jean Baudelot. Das Festivalorchester hier in Jerusalem wird dirigieren Gérard Salas. Die Boulevards in Paris sind ruhiger. Sie müssen gemütlicher sein. Denn das wird im nächsten Lied erzählt, aber auch von dem Gegensatz, dass dieser junge Mann in seinem Lied auch die Rockgitarren liebt, die Songs aus England und Amerika, den Blues aus Harlem und die Platten, die eben über den Atlantik zu uns kommen oder besser gesagt schwimmen. Chansons un peu folles d'Angleterre et d'Amérique. J'aime tous les vieux blues de Harlem, les discos qui nous entraînent au-delà de l'Atlantique. J'aime le samedi soir à Paris, sur les boulevards de la nuit, quand on voit passer les filles.
jouer la fureur de vivre. Vivre. Hey, notre vie, c'est la musique, délirante ou ralentie. Et depuis toujours, on l'aime. Hey, hey, notre vie, c'est la musique, fantastique ou nostalgique. J'aime quand une fille aime bien la vie folle des musiciens. Quand elle vient me dire je t'aime, oh je t'aime. Hey, notre vie c'est la musique, délirante ou romantique. La Musik, unser Leben ist die Musik, unsere Aufgabe ist es, Ihnen die Musik ein bisschen näher zu bringen. Baron Wagner, den wir gerade hörten, wie gesagt, von Westparis, er wurde dort geboren. Er war schon Mitglied etlicher Popgruppen und hat Lieder geschrieben, immerhin für Joe Dassin. Wer ist das? Vielleicht eine neue Form des heiteren Berufsberatens. Mir scheint, hier wird ein Disco-Werfer erfunden, aber an der Musik erkennen Sie es, aus der Heimat von Sorbas, dem Griechen, kommt heute Abend geschichtlich-philosophisches ein Lied über Sokrates vorgetragen von Elpida. Der Autor Sophia Tsoktou, Komponist Doros Yoriaki, der Dirigent Lefteris Chalkirikis. Der Inhalt des Liedes Wertbegriffe unserer Zeit in die Antike zu transportieren. Die Behauptung schlicht und einfach, der große alte Sokrates ist der erste Superstar gewesen. Καλός, ο πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ σούπερσταρ. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως, Σοκράτη εσύ σούπερσταρ. Για αγάπη και φως τους μιλούσες, σοφέ των σοφών βασιλιά. Superstar, Θεό, 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 δε σε λένε, κεριά, 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 δε σε λένε.
το φως. Σωκράτη εσύ superstar, η Αθήνα που τόσο αγαπούσες, φαρμάκι σου δίνει πίκρο. Πικρή χαραυγή, ορφάνευη γη, Σωκράτη εσύ superstar, την ώρα που εσύ ξεκινούσες να βρεις τον αιώνιο Θεό. Σωκράτη εσύ superstar, Θεό, 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 Θεό δε σε λένε, κεριά, 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 κεριά δε σου καίνε, αλλά τα λόγια, τα λόγια, τα λόγια σου καίνε, ακόμα, ακόμα, ακόμα τα λένε. Σωκράτη εσύ superstar, superstar, superstar. Wir können das hier in unserer Kabine nicht messen, aber ich glaube, mehr Beifall, längerer Beifall, wie bei den früheren Liedern. Das war Platz Nummer 7, das war der Beitrag von Griechenland. Ja, und da werden jetzt drei aufgezogen, die vielen bei uns bereits bekannt sein dürften. Peter, Sue und Mark. Unterstützt von Furi, Gortz und Kneri treten sie auf als Trödler und Co. Peter Rieber hat ihr Lied komponiert und getextet, der Dirigent Rolf Zuchowski. Eine kleine Geschichte dazu. Wir sind am Sonntag von München über Zürich nach Tel Aviv geflogen und einige Herrschaften waren vor uns und der israelische Zoll, er war sehr verwirrt über die Gepäckstücke, über den Inhalt, was da ausgepackt wurde. Das sehr Ungewöhnliches, denn zu einer Popgruppe, zu einer Musikantentruppe, man wusste ja nicht, was sie spielen, passte das alles nicht. Sehen Sie hier jetzt, nein, Sie sehen noch gar nicht, aber jetzt in einigen Sekunden der wirklich alten Gruß, der die Herren vom Zollamt etwas verwirrte. Lustige Sachen, auf denen man, ob sie es glauben oder nicht, musizieren kann. Wir sind die Trödler und Company. Und dies ist unsere Melodie. Wir sind die Trödler und Company und machen Trödlermusik. Wir sind die Trödler und Company, so was wie uns sei die Welt noch nie. Unser Zuhause ist irgendwo. Wir sind die Trödler und Co. Stehen. Da schlafen manchmal die schönsten Ideen. Oh, wir machen sie zum Musikinstrument. Und so entstand unsere Band. Zuerst hat jemand die Töpfe gepackt. Daraus war bald schon ein Schlagzeug gemacht. Oh, und was in so eine Gießkanne steckt, klingt als Trompete perfekt. Morgens das
da spielen wir auch auf einem Gartenschlauch. Das war auf Platz Nummer 8 der Beitrag der Schweiz. Wird auf den Busch geklopft. Und mir fällt dazu natürlich nur ein. Und sie blicket stumm auf den ganzen Tisch herum. Der Beitrag kommt nach, ich habe es Ihnen am Anfang schon gesagt, aus der Bundesrepublik. Es ist der Platz Nummer 9. Chinggis Khan. Ein Song, über den in den letzten 14 Tagen sehr viel gesprochen und diskutiert wurde. Er ist bei uns in der Bundesrepublik inzwischen sehr populär. Rundfunk hier in Israel wird das Lied laufend gespielt. Es ist schon so etwas wie ein kleiner Renner hier geworden. Geschrieben von Dr. Bernd Meinunger, der Komponist ist Ralf Spiegel und der Dirigent Norbert Daum. Chinggis Khan. Check it.